Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen ein kurzes Waldkurzwissen, ein wirklich kurzes. Ich bin hier gerade an dieser Hütte angekommen und sehe hier, dass jemand die Hütte dekoriert hat. Grundsätzlich ist das natürlich durchaus eine schöne Dekoration. Da gibt es allerdings ein Problem und das wissen scheinbar doch viele Leute noch nicht oder nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber ich habe neulich auch schon eine Frau gesehen, die offensichtlich beim Spazierengehen auch ein paar Zweige hiervon gesammelt hatte. Das da ist Ilex aquifolium, zu Deutsch unter anderem Stechpalme, hat diverse verschiedene deutsche Namen. Stechpalme ist meiner Meinung nach der geläufigste. Bei euch kann das eventuell anders heißen. Wir gucken es uns ein bisschen genauer an. Ja, darum geht es. Und hat spitze Blätter, ja, also die Blätter haben aufgesetzte Spitzen in den meisten Fällen, mindestens die Blattspitze ist richtig pieksig, da kann man sich also wirklich mit wehtun, wenn man da volle Kanne reinlangt, und viele Blätter haben eben auch noch an der Seite abstehende Spitzen, sage ich jetzt mal, ne? Rote Beeren möglicherweise dran. Und sieht sehr dekorativ aus und genau das ist das Problem. Ilex aquifolium steht unter Naturschutz, ist meistens sehr selten in Wäldern, wo, bei denen, in denen es vorkommt, ist es oft so weit sich am Erholen, dass es nicht mehr selten aussieht, ist aber deutschlandweit gesehen trotzdem immer noch selten. So, und die Pflanze ist deswegen geschützt und sollte deswegen nicht beschädigt und schon gar nicht abgeschnitten und erst recht nicht die Zweige mit den roten Beeren werden, denn es handelt sich hier um eine zweigeschlechtliche Pflanze, also getrennt geschlechtlich sozusagen. Es gibt männliche Pflanzen, es gibt weibliche Pflanzen. Ein Strauch hat nicht männliche und weibliche Geschlechtsteile zusammen, wie das bei den allermeisten Bäumen und auch Blütenpflanzen generell der Fall ist, sondern nur getrennt geschlechtlich. So, das heißt, wenn wir jetzt hingehen und insbesondere Zweige mit den roten Beeren dran sammeln, dann verschieben wir das Geschlechterverhältnis dahingehend, dass die Männlein alle weiterleben dürfen und die Weiblein alle absterben werden, wenn man denen regelmäßig Zweige abschneidet. Zweiter Grund, weshalb das wichtig ist, genau diese Zweige nicht abzuschneiden. Diese Beeren hier, jedenfalls brauchen sie sehr, sehr lang und sie werden immer nur dann gesammelt, wenn sie knallrot und damit reif sind. Das heißt, über den langen Zeitraum, die diese Pflanze braucht, um sich zu reproduzieren, wird im letzten Moment, kurz bevor es soweit ist, dass die Beeren reif sind und von Vögeln gefressen und die Kerne irgendwo fallen gelassen werden und sie da keimen können, kurz davor kommt jemand und sammelt ein und dann ist es weg, ja, und das ist ein Problem und das ist ja im Wesentlichen die Kurz-Kurz-Version, weshalb man Ilex aquifolium, die Stechpalme, bitte nicht beschädigen und schon gar nicht mit Beeren dran einsammeln sollte. Ich entschuldige mich für den Wind, es ist wie gesagt ein sehr kurzes Kurzvideo. Also sein lassen, wenn ihr Leute kennt, die das machen, denen bitte erzählen. Das gibt es auch zu kaufen im Blumengeschäft aus Zucht. Dann ist es egal, ja, dann tut es niemandem weh. Aber so steht es unter Naturschutz. Und das ist übrigens durchaus sehr teuer. Ich gucke mal nach, ob ich was finde, was das so kostet, wenn man das eben dabei erwischt wird von jemandem, der einen deswegen verknacken möchte, wenn man Ilex beschädigt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.